in der letzten großen Show hier in der Lanexx Arena. Und hier ist natürlich das echte Feuer, hier ist das Temperament. Jetzt zischt die Luft durch die Decke. So super geil, meine Damen und Herren, wir kommen bald wieder. Treffe ich in so einer Kneipe den Basisdemokraten Volksnah, Wolfgang am Kölsch. Ich sagte, Udo, kommst du denn noch rüber wieder nach Köln, wir machen mal einen großen Ding nach. Ich sagte, ja, ich komme zum Karneval. Ja, das ist der zum Karneval, da kann ich nicht kommen. Ich würde ja gerne kommen, aber weißt du was, ich krieg da so eine Jolme Primo überreicht. Da war ich in Berlin, da gibt's ein Golden Echo hier für die Band, den Panik Orchester. Ja, für die ganzen Dinger durchgezogen haben. Außerdem war ich als Panikpräsident Prinz im eigenen Wagen unterwegs, in kannibalistischen Katakomben und so. Ich sage, ich komme noch einen Tag später zu den Axologen. Hallo, die Axologen! Ja, das ist sehr geil, hier zu sein. Und ich muss Überraschungstüte. Ich sehe, hier geht ja ab wie die Zäpfchen. Ihr habt ja auch schon reichlich was hier heute durch erlebt. Tolle Sachen, ja. Tolles Feuer, Motivation, Videos, Überraschung. Und ja, und jetzt sind wir richtig ordentlich Party. Und ich freue mich hier zu sein. Mit dem weltweit unschlagbaren Panikorchester. Seit 100 Jahren im Dienste des Wohlbefindens. Ich zwitsche jetzt. Für die ganz Kleinen von euch, die kennen das noch, hätten wir schon vergessen. Ein Lied, das so alt ist wie die Band. Und es ist zeitlos und es heißt Cello. Getrennt oder mit dem Moped oder schwarz mit der Bahn. Immer bin ich dir irgendwie hinterhergefahren. Nein, damals hab ich kein Konzert von dir versäumt. Und nachts konnte ich nicht schlafen. Oder wen hab ich von dir geträumt? Spielte Cello in jedem Tag unserer Gegend, stand immer in der ersten Reihe und ich fand ihn so erregend. Cello, du warst eine Göttin für mich und manchmal sahst du mich an. An Oma und dann war ich wieder völlig fertig. Ja, ich war ständig da und das hat ich dann überzeugt. Wir wollten immer zusammenbleiben. Es war so groß. Das kann man ja gar nicht beschreiben. Und heute wohnst du in Köln und dein Cello steht im Keller. Und bei der Ding-Dong-Nummer aus spielst du schön. Yeah.
bin ja ein bisschen heiser. Ich stehe jetzt noch früh am Tag, ne? Also, ich muss glaube ich gleich mal kurz an einem Kreidefelsen lutschen oder so. Das ist also ein bisschen kräftig heute Morgen. Oder vielleicht ein Schuss in Eierlikör. Und das ist gut für die goldene Kugel im Hals. Eduard Kante, das ist ein Schuss Eierlikör. Ja. Ja, aber es geht schon. Stimme ist wie ein Tanker. Stimme ist wie ein Tanker, geht immer. Er ist so mitten im Winter und so. El Canto. So, wir bringen jetzt das Lied von Jan Delay und von Udo L. Und es heißt...